So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier bis hier drüben dann durchgraben. This video is for the lab. For who included? Hallo Tag, hallo Welt. Und ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren kleinen Folge vom portalisierten Minecraft. Es gibt hier schon Schafe. Mann, ist das schön, es gibt Schafe. Oh, meine Schaufel ist kaputt. La, 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 la. Irgendwie ist die Musik alle. Nee, ist nicht alle. Der spielt irgendwas ab, aber man hört nichts. This is the sound of silence. So. Och, ist das schön, wie die Sonne da so rüberbricht über den Berg. Das ist gut. So, wir holen gerade Erde für den Keller. Da hinten sieht man schon ein bisschen unsere erleuchtete Höhle. Mal sagen, so passt das dann gleich erstmal, weil wir können ja auch wieder unter Wasser bauen und so weiter. Also es gibt ja viel zu tun. Dieser Song gibt mir echt auf den Senkel. Nächsten. So, besser. Mann, man hört was und es wird gleich wieder sehr schwer vom Sound her. Sehr, sehr schwer. So, das hauen wir hier noch raus. Machen da wieder Dirt drauf. Es ging ja bloß darum, das hier vorne abzufarmen. Genau, Sand hätten wir auch schon für Fenster. Na, ist doch schön. Jetzt gehen wir erstmal hier unten durch unseren Gang. Können wir noch ein paar Fäckelchen mehr anbringen. Dann gibt es ja sonst nichts. So. 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 Will ja nicht den Tag vorm Abend und so. Auf jeden Fall brauchen wir hier drin mehr Licht, wenn wir mit Shadern spielen wollen. Das wollen wir ja. So, haben wir auch schon Ressourcen rausgekloppt aus der Erde. Genau, das ist der zweite Ausgang und da ist gleich der nächste Berg und so weiter. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier bis hier drüben dann durchgraben. Ach, da sind ja auch schon wieder Ressourcen. Ne, ist das nicht schön. Essen sollten wir auch vielleicht mal was. Und das hier sollten wir vielleicht zumachen. Weil wir könnten es ja wiederfinden. Ich habe jetzt keinen Clean Stone dabei. Aber wie wir ja inzwischen wissen, das brauchen wir ja nicht zwingend. Wie? Quake? Ja, geht. Geht ab. So, geh. Wir lesen heute auch alle Tasten vor, die wir drücken. W, A, S, D, G, G. Dum, dum, dum. So, auch raus mit dir, mein Blöckchen. Nee. Man muss dafür schon ziemlich dicht dabei sein. Damit das geht. Geht. Wisst ihr? Ha. So, damit können wir nach vorne auch bauen, wenn wir unbedingt wollen. Vor allem, wir sind ja sehr viel tiefer hier als das, was ich da eben gerade zugebaut habe. Naja, wir brauchen Eisen, um dann vielleicht noch besser das machen zu können. Und wir brauchen sowieso Eisen, weil sonst haben wir kein Wasser. Ach, wir haben Eisen. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, dann bauen wir das hier unten hin. Also Vorratsraum und hast nicht gesehen. Dann rollen wir hier mal noch die Wand weg. Weil tief genug sind wir ja jetzt. Wir sind irgendwie 4, 5 Kästchen, also Ebenen unter.
den Ebenen sind wir nicht runter. Höheneinheiten, nennen wir es Höheneinheiten, 4-5 Höheneinheiten sind wir nach unten gegangen. Was wiederum bedeutet, dass wir tief genug sein müssten, sollten, könnten. So. Eigentlich reicht diese Ecke erstmal. Auch wieder hier mit den Dingern. So. Einer mehr wäre besser gewesen. Ist ja nicht aller Tage Abend, also machen wir einen mehr. Und die Zäune hier auch wieder raus. Was ist das schön? Nächste Hacke kaputt. Ich habe mir auch Steinspitzhacken gemacht, ne? Das ist alles Steingedöns hier noch. Fast den falschen Block abgebaut. Hätten wir wieder fixen müssen. So. Eine Dreierbreite hier hinten ist eigentlich ziemlich doof. Dann gehen wir hier noch raus, weil dann haben wir ein bisschen auf eine Fünferbreite kommen. Ach, das ist schon wieder Gravel. Schon wieder Kies da. Fünferbreite. Oh, oh, oh. Da sind wir schon wieder draußen. Das ist auch gut. Eigentlich ja eher nicht, aber vielleicht doch. Na, schauen wir mal. Es ist noch Tag, es ist alles kein Problem. So. So, mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Eine Fünferbreite. Ich habe ja hier jetzt noch... das war eine Dreierbreite. Wenn ich die da setze, dann habe ich eine Fünfer. Eigentlich reicht das so. Oh, da habe ich ja schon. Da ist der Eingang. 1, 2, 3. Muss der Raum vielleicht ganz anders aussehen. Machen wir erstmal hier so zu. Zack. Das holen wir hier alles raus. So. Dann holen wir die hier raus. Flup. Ja. Ach, da hatten wir ja auch geflickt. Ich erinnere mich. So, nochmal neu flicken. Ich dachte, dass wir hier so breit den Raum aufbauen. Also kann man sich irren. Ah, im Endeffekt, ich würde mal sagen, ansatzweise ein bisschen Zeit hat es gespart jetzt. Das ist ja doch kein schlechtes Feature. So, den können wir hier erstmal hinstellen. Holen wir den da oben noch aus der Ecke raus. So, und dann setzen wir hier nämlich erstmal das wieder rein. Und dann würde ich sagen, kommt der hier weg. Die Fackel kommt auch weg erstmal. Hier irgendwie Fackeln erstmal hin. Weil. So. Dann haben wir hier hinten natürlich jetzt anders. Also theoretisch müssten wir ja dann hier noch eins rausgehen. So. Lala. Ja, komm erstmal hier irgendwo her. So. Ja. Gut. Ich jetzt Kabel gemacht, die drei.
So. So. So, so. Ich bin davon noch nicht so überzeugt. Dann werde ich erstmal weg hier. Eigentlich. Ach, ich weiß auch nicht. Wenn ich jetzt da weiter noch in die Tiefe gehe, könnte ich irgendwo schon wieder rauskommen hier. Oder? Ja. Woher wusste ich das? So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier. Hier ein Treppchen hin machen. So. Ach, da sind wir schon wieder dort. Na, ist das nicht schön. So. Na, komm raus. Zack. So. Ja, gut, das können wir hier auch noch verkleiden. Es wird schon wieder Nacht. Ich habe keine Waffen dabei. Also schnell wieder nach Hause. In unsere Kemenate. Für österreichische Zuschauer auch noch ein Wort. Ha. Nein. Kemenate. So. Erstmal ist das jetzt hier alles. Nein, ich könnte es. Nein, ich muss es komplett dann mit Cleanstone machen. Ich weiß noch nicht. 7 ist erstmal gut. Das heißt nämlich, ich habe die noch. Genau, weil dann kann ich hier nämlich. Dann könnte ich hier, wenn ich denn noch genügend Zäune hätte. Warte mal, das heißt aber, ich könnte ja. Habe ich nicht genügend? Ach doch, habe ich. Ja, gut. Na, so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Müsste man die Rückwand auf jeden Fall umwandeln in irgendwie Kabel oder so. Glaube ich. Ich bin da noch nicht so von überzeugt. Ja, gut, die Furnaces habe ich doch noch dabei. Dann hole ich mal den restlichen Krempel hier oben ab. Den kann ich ja einfach mal. Ja, danke. So. Und den hier, den nehmen wir einfach mit. So. Okay. Sich auch gedreht. Das ist doch schon mal schön. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Ja, aber hier könnte ich doch, warte mal, hier könnte ich die Workbench hinstellen. Das wäre doch, ja, das wäre okay. Wobei die beiden jetzt echt deplatziert aussehen. Ja, da. Auch wenn sie den oberen Muster gefolgt sind, hier unten gibt es ja ein neues. Ja, die sind auch hier für Neimer, die drei. So. Ja. Gleich wieder das nächste Loch? Nee. Das ist gut. Raus mit dir. So. So, das ist ja nur der Hack, damit die blöden Kisten aufgehen. So. Holz habe ich jede Menge. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal das Oakwood. Verteilen es fröhlich. Festzustellen, dass wir vorher noch was anderes hätten machen sollen. So. Das ist ja der Kiste egal, ne? Dass ich das aus. Jo. Das ist dem jetzt wiederum nicht egal, aber ist mir egal. So.
Und nochmal. So, das macht drei Kisten nämlich. Zack. Das heißt, zack, zack. Genau. Das könnte man hier auch irgendwie drei Kisten übereinander, aber das finde ich nur echt unförmig. Also mal gut, man sieht es nicht so, weil man hat ja mal so ein Inventar offen, wenn man da reinguckt, aber irgendwie nicht so prickelnd und grandios. Zäune. Uff. Ah ne, das ist ja noch altes Minecraft. Das heißt, ich habe noch alte Rezepte. So. 64 Zäune. Gehen Zäune so? Ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dich. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das macht 20. Das reicht nie und nimmer. Ja, 46.